Hi Leute, Leo hier mit einem neuen Video. Und nein, es ist kein Gameplay, sondern ein kleines Making-of, wie ich denn die Kombi Chris Never Surrender Finishing Montage gemacht habe. Ja, wie ihr seht, das Ding ist kaum fertiggestellt, aber wie soll ich ein Making-of machen, wenn das Ding schon fertig ist? Der Anfang fehlt noch, dafür brauche ich erst alle 10 von jedem Spiel. Also wer das geguckt hat, da sind drei Spiele drin. Und ja, ich bin gerade bei der Skyrim-Passage. Ich kann ja mal hier zeigen. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick da drin. Also wie gesagt, das Ding ist noch nicht fertig, also ist noch nichts final. Es könnte auch sein, dass ich vielleicht, warte mal, dass ich vielleicht Left 4 Dead 2 rausnehme. Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, ob ich das wirklich in die Montage reinbringe. Aber Revelations und Skyrim, die sind schon drin und da bin ich jetzt auch dabei. Ja, bevor ich anfange, erstmal das Lied habe ich mir ein bisschen strukturiert. Hier fängt's an mit den ganzen Gitarrenzeugs. Hier fängt der Text an. Self-medicating, craving punishment. Ja, da fängt der erste Breakdown an. Und das da oben leckt jetzt ziemlich hart, aber das liegt daran, keine Ahnung, liegt am Programm. Also in der Vorschau leckt das immer ein bisschen. Hier hört er auf. Ja, und so habe ich mir dann das Ding durchstrukturiert, damit ich ein bisschen Ahnung habe, wo ist was. Ja, wo bin ich jetzt? Hier bin ich. Also erstmal kann ich ja zeigen, alles ist handgemacht. Ich kann mal anfangen hier. Die ganzen Clips habe ich alle per Hand geschnitten und eingefügt und aufgenommen und mit Effekten belegt. Zumindest welche, die einen Effekt brauchen. Arbeite momentan schon 2 Tage dran, also ja. So, jetzt bin ich halt hier. Also ich bin gerade mitten im zweiten Breakdown und bin gerade dabei, die Finisher gut aneinander zu machen. Jetzt gucke ich mal, was muss hier hin? Das wird spaßig. Da muss so eine schnelle Abfolge hin. Also im Takt halt hier Pro, einmal Drum und einmal Snare. Ich glaube, das ist die Snare. Ich habe da keine Ahnung von, aber ich meine, dieses musste halt ein neuer Finisher ein. Hier ist mein Videoordner. Das ist das, was ich jetzt gerade aufnehme. Deswegen gibt es da kein Preview-Ding. Hier sind ganz viele Videos, die sind aber alle rausgehauen, wenn ihr die Finisher-Montage schon gesehen habt. So. Hier ist mein Ordner, hier habe ich die ganzen Clips drin. Gehe ich mal auf Skyrim. Ich habe die separat angelegt, damit ich nicht erst stundenlang suchen muss, welches Spiel denn was ist. Also, das habe ich einfach alles aufgenommen. Logisch, ne? Ja, und genau deswegen werde ich jetzt erstmal gucken, was ist das denn hier? Alle diese Daten habe ich ohne Sound aufgenommen, denn warum auch? So, das ist so von hinten gesteppt. Kommt das gut? Ja, das ist so oder so schnell. Also ziehe ich mir das da eben rein. So. Resampling deaktivieren, das bringt ein bisschen mehr Qualität. So. Und jetzt der Witz an der Sache. Hier, das Ding soll kurz vor dem Einschlag da sein, damit es auch passt zur Musik. Ja. Das würde passen, jetzt eben noch gucken, wann denn diese Snare kommt oder wie auch immer das Ding heißt. Ich würde sagen, ab hier kommt die ungefähr. Und jetzt belege ich das mit einem Effekt. Und zwar am Color Corrector und hau einfach nur die Sättigung hoch. Das macht das Ganze so farbenfroh, sage ich mal. Das sieht dann irgendwie so aus wie ein Cartoon, würde ich mal sagen. Beziehungsweise. Ja, Cell Shading. Kennt das jemand? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall sieht das ziemlich cool aus. Das Blut wird dadurch noch roter. Kann man ja sehen. Also.
Das passt wunderbar. Also kommt jetzt auch der nächste Finisher. Der Videoclip könnte jetzt auch laggen, aber das liegt alles nur daran, dass ich jetzt mit Fraps aufnehme. Denn eigentlich ist Fraps dafür da, Spiele aufzunehmen und nicht Videos. Boah, das laggt auch schön. Aber wie gesagt, alles in der finalen Fassung wird nicht laggen. Ich weiß, dass die Clips nicht laggen, also. Das passt. Wunderbar. Lege ich auch wieder einen Color Corrector drauf. Auch nur die Sättigung hoch. Ich kann ja mal markieren, wo ich angefangen habe hier. Damit ich das so. Sehr schlau, ich habe gerade gesprochen, während das Lied lief. Ich habe gesagt, ich habe mir einen Marker gelegt, damit ich weiß, wann ich angefangen habe, mit dem Video dieses kleine Making-of anzufangen. Schon wieder Köpfung. Ich brauche was Kreativeres. Ich muss unbedingt mehr Aufnahmen machen, denn so langsam wiederholt sich das doch etwas öfter, denn so viele Finisher hat das Spiel auch nicht, dass man wirklich 4 Minuten durchfinischen kann. Kann man den nehmen? Ja, den nehmen wir. So, Resampling auch wieder aus, wie gesagt, Qualitätsgründe. Zieh es raus. So, so würde ich mal versuchen. Ja, das sieht schon mal gut aus. Ja, das ist gut. So, wunderbar. Wieder der Color Corrector drauf, damit es besonders aussieht. Habe ich den noch nicht? Okay, das ist gut, denn ich habe gerade geguckt, ob der sich nicht zu oft wiederholt. Denn wie gesagt, mir gehen so langsam die Aufnahmen aus. Nein. Aha. Auch nicht. Nein. Der war gerade schon, beziehungsweise so ein ähnlicher. Ich brauche mal wieder was anderes. Nein, das ist es nicht. Immer diese Köpfungen. Ne, der wurde nix, da kann ich mich noch dran erinnern. Ein Troll. Ja, ich kann mal einen Troll reinmachen. So. Ich versuche am besten den Schlag hier reinzubringen. Der sieht härter aus. Ja, das passt. Ja. Wieder der Color Corrector. Also, ich glaube, man merkt jetzt schon, dass es eigentlich ziemlich einfach, beziehungsweise wenn man es kann, dann ist es immer dasselbe, aber es dauert halt Jahre. Ich werde jetzt noch einmal diese schnelle Abfolge fertig machen und das war es dann erstmal fürs Making-of, denn das ist wirklich, glaube ich, nicht sehr spannend, denn das ist ja eigentlich immer nur wirklich dasselbe, also so richtig der Hammer ist das auch nicht. Ja, das kann ich nehmen. Ja, so ist es gut. Ja, es sollte. Yep.
Ja, ich weiß schon nicht mehr, was ich erzählen soll. Ich mache halt immer dasselbe, aber das habe ich ja gerade schon gesagt. Schon wieder eine Köpfung. Von hinten gesteppt, das hatten wir gerade schon. Wie gesagt, die Clips laggen, wenn ich aufnehme. Aber das ist normal. Das kann ich nicht nehmen. Da bin ich runter. Obwohl, da bin ich noch nicht so früh runtergefallen, dass ich das nicht nehmen könnte. Resampling deaktivieren. Nein. Das war ein bisschen zu weit. So sollte das gut sein. Ja, das ist gut. Ja. Sättigung wieder hoch. So, zweimal noch dieses kurze, dann habe ich es fertig. Das war's dann für dieses Making-of. Traumhafte Kameraperspektive. Ach, der ist auch nicht gut. Generell, die First-Person-Kills von Skyrim, die sind nicht so gut. Nee. Davon wieder von hinten. Nee. Erst recht nicht. Das hatte ich gerade wahrscheinlich schon. Aber ich werde es jetzt mal nehmen. Es wird mir ja auffallen, wenn ich zu oft wiederhole. So ist das gut. Ja. Color Corrector, wieder schön Saft reinbringen. So, wie sieht das aus? Wunderbar. Einmal noch, dann haben wir das Schnelle fertig. Ach, schon wieder eine Köpfung. Da habe ich mal ein kaiserliches Lager aufgemischt. Mal sehen, was da so Tolles ist. Was hatten da gerade schon so ein Schildbash? Da, den nehme ich. So, da ist er. Ich will den letzten nehmen, den letzten Schlag. Jetzt sollte noch einer kommen. Ja, da ist er. Ja, das passt. Ja, das war's mit dieser schnellen Abfolge. Das kommt natürlich noch öfters im Lied drin vor. Hier zum Beispiel, der zweite und dritte Breakdown ist doppelt so lang wie der erste Breakdown. Aber das kann man hier auch gut sehen. Hier, die Abstände sind viel größer. Ich werde jetzt nur eben zeigen, was wir jetzt in den letzten Minuten gemacht haben. Also. Ja, das haben wir gemacht. Und genau so hangel ich mich weiter. Ich werde jetzt wahrscheinlich aufhören mit Editieren und jetzt erstmal mehr Kills holen, denn so langsam. Ich glaube wirklich, das wiederholt sich zu schnell. Beziehungsweise wiederholt sich zu oft. Ja. Aber ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Einblick gefallen, wie ich das Ding gemacht habe. Wie gesagt. Es ist nicht die finale Version. Es könnte sein, dass dann auch vieles hinzukommt. Es könnte sein, dass ich ein komplettes Spiel rausschmeiße. Wie zum Beispiel Left 4 Dead 2. Ja.
Harter Cut, sorry, aber ich habe mich nochmal entschieden zu zeigen, was denn das komplette Projekt ist. Also, ich habe das Ding jetzt abgeschlossen. Man sieht, der Anfang ist fertig, alles ist fertig, das komplette Ding ist fertig. Zu dem Left 4 Dead Ding nochmal, ihr habt es schon in der Montage gesehen. Battlefield 3 ist jetzt drin. Ja, wie komme ich bitte schön darauf, Battlefield 3 in das reinzumachen? Ich meine, Skyrim ist ein Spiel Mittelalter. Skyrim ist ein Spiel Mittelalter. Was ist das für scheiß Deutsch? Ich sollte mal öfters nachdenken. Also auf jeden Fall Revelations. Ich sollte nicht sprechen, während ich Musik abspiele. Auf jeden Fall Revelations und Skyrim sind beides Mittelalterspiele, beziehungsweise sind ja keine richtigen Mittelalterspiele, weil theoretisch ist das ja nicht realistisch. Zum Beispiel Skyrim und Drachen und so. Aber ihr wisst schon, was ich meine, da wird mit Schwertern gekämpft. Und dann kommt Battlefield mit seinen Waffen daher. Ja, wie komme ich auf Battlefield? Also, ich werde jetzt ein paar Änderungen hier dran durchführen und währenddessen sagen, warum. Also, zuerst einmal, mir ist in den Sinn gekommen, also wie gesagt, Left 4 Dead war ja eigentlich geplant. Aber das wurde dann irgendwie nicht, das habe ich mal versucht, aber das passt da einfach nicht. Da ist ein Tod einfach nichts Besonderes. Da sind so viele Zombies. Wie soll ich denn das bitteschön machen? Also, das frage ich mich jetzt immer noch. Wie sollte ich das bitteschön mit dem Left 4 Dead machen? Ja, dann habe ich nachgedacht, könnte ich Bulletstorm machen? Bulletstorm wird sich doch theoretisch anbieten. Aber nein, ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe getestet, ich habe es wirklich getestet, ob das funktionieren würde. Ich habe Aufnahmen gemacht, aber das wird auch irgendwie nichts, denn da ist auch ein Tod nichts Besonderes, denn damit verdient man seine Punkte mit dem Töten. Je brutaler der Kill, desto mehr Punkte kriegt man. Ja, und bevor das jetzt jemand sagt, natürlich in, also Tode sind auch nicht besonders in diesen beiden Spielen, in Skyrim und Revelations, aber ich meine damit, natürlich, ohne das Töten würde es diese Spiele nicht geben, aber letztendlich kommt es auch auf die Story an. Assassin's Creed, der Animus und so, und dann Skyrim mit der grandiosen Story. Also ich finde, da sind halt die Tode nicht so richtig wichtig. Ich weiß selber nicht, wie ich sagen soll. Und ja, dann kommt wieder, ja, Battlefield. Ich würde da sagen, auch das Töten nicht so wichtig ist, obwohl das Ding ja Multiplayer hat, indem man Kills macht, um seine KD zu verbessern und somit doch letztendlich schon wieder das Töten im Vordergrund steht. Da kann ich mir immer noch keinen Reim drauf machen. Ich weiß es nicht, wieso ich Battlefield genommen hat. Ich wusste einfach nicht, was ich nehmen sollte. Ich hab einfach zu wenig Mittelalterspiele mit Finishern. Ich habe mir überlegt, ob ich mir vielleicht The Witcher extra hierfür kaufe. Aber nein, das habe ich nicht gemacht, denn das wird auch nicht so ändern. Da müsste ich das Spiel kaufen, dann müsste ich das erstmal spielen. Und erstmal die Story. The Witcher ist ja auch eher ein Story-Game und nee, ich bin so ein Spieler, der will zuerst die Story hören. Zum Beispiel Finisher Montage mache ich auch erst, wenn ich die Spiele alle durch habe. Ja, der Battlefield-Part. Ich mag ihn nicht. Er ist gut zusammengeschnitten, ich meine, da habe ich dieselbe Sorgfalt benutzt wie bei den anderen beiden Breakdowns, aber nee. Außerdem habe ich dafür viel mehr Szenen gemacht. Hier kann ich ja mal aufzählen hier. Das stimmt. Ich habe für Revelations nur 30 Clips, weil der Breakdown nur die Hälfte war von den anderen Breakdowns. Und bei Skyrim und BF3, da war das halt das Doppelte vom ersten und deswegen sind da auch mehr Szenen. Aber trotzdem, dass ich bei BF3 90 Clips habe, ist der Breakdown relativ doof, sage ich es mal so. Ich würde schon sagen, dass ich etwas öfter was wiederholt. Ja, das lag einfach daran, dass es Battlefield. Was soll ich denn da bitte schön anständig machen?
Ich könnte natürlich so eine Kill-Montage gemacht haben mit Shotgun oder so, aber das Problem ist ja, ich habe eine Nvidia GTX 460. Das heißt, das ist schon ein Wunder, dass das Spiel überhaupt auf voller Grafik bei mir läuft. Eigentlich müsste das auf Mittel nur spielbar sein, aber nein, diese Aufnahmen sind volle Lutte. Und trotzdem läuft's flüssig, also. Und Multiplayer-Spiele, das geht nicht. Da habe ich wiederum zu wenig FPS, weil da einfach mehr los ist als im Singleplayer. Da habe ich irgendwie 30 FPS. 30 FPS würden reichen. Richtig, da ist das Bild noch flüssig. Aber auf Low FPS kann ich nicht spielen. Das geht nicht. Also, es geht zwar schon, aber ich kann es nicht. Ja. Wie gesagt, das war's jetzt hier mit dem Projekt. Ich habe jetzt insgesamt 5 Tage dran gearbeitet. Eigentlich 6 mit diesem hier, aber den zähle ich nicht hinzu, denn ich habe jetzt hier gerade ganz kleine Veränderungen gemacht. Ja. So, mich würde mal eure Meinung interessieren. Fandet ihr die Montage gut? Oder scheiße? Kann ja auch sein. Wie fandet ihr den Battlefield-Teil? Ich will unbedingt wissen, wie ihr den Battlefield-Teil findet. Ich finde den so unpassend. Ich weiß auch nicht. Aber, naja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr wollt, dass, wenn ich wieder eine Montage mache, ob ich wieder so ein Making-of machen soll oder ob es euch am Arsch vorbeigeht, wie ich das mache. Hauptsache, ihr kriegt die Montage. Ja, das war's. Ich bin raus. Haut rein. Enslave my soul, but I'd rather surrender.